Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 49, Beschlussempfehlung zu den Ausschüssen, der Ausschüsse zu den Petitionen. Da liegt mir nichts Besonderes vor. Deswegen können wir gleich darüber abstimmen. Wer der Beschlussempfehlung zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Bei Zustimmung aller Fraktionen bis auf die AfD ist die Beschlussempfehlung dann angenommen. Die nächsten Beschlussempfehlungen lese ich nur den Tagesordnungspunkt vor, damit wir ein bisschen schneller in den Feierabend kommen. Ich rufe Tagesordnungspunkt 44 auf. Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Das sind alle Fraktionen. Gegenprobe. Wer stimmt dagegen? Entschuldigung. Sie waren so dazwischen. Entschuldigung. Bei Ablehnung der Freien Demokraten ist diese Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 45 wird. Herr Rudolph, zur Geschäftsordnung. Ja. Dann stimme ich zunächst über Punkt A ab. Wer dem Punkt A der Beschlussempfehlung zustimmt, bitte ich um Zeichen. Das sind Grüne und CDU. Wer ist dagegen? SPD, Linke, AfD und die Freien Demokraten. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen. Dann Punkt B der Beschlussempfehlung. Wer dem zustimmt, bitte ich um Handzeichen. Das sind die Fraktionen der Linken, der SPD, der Grünen und der CDU. Wer ist dagegen? Die Fraktion der AfD und der Freien Demokraten. Damit ist auch diese Beschlussempfehlung angenommen. Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 47. Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmt, bitte ich ums Handzeichen. Das sind die Fraktionen der Linken, der Bündnis 90 Die Grünen, der CDU, der Freien Demokraten. Wer ist dagegen? Die Fraktion der AfD und der SPD. Damit ist auch diese Beschlussempfehlung angenommen. Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 47. Ich stimme über die Beschlussempfehlung 48. ab. Ah, Entschuldigung, 48. Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmt, bitte ich ums Handzeichen. Das sind die Fraktionen der AfD, CDU, Bündnis 90 Die Grünen. Wer ist dagegen? Die Fraktionen der Freien Demokraten und der Linken und der SPD. Damit ist auch diese Beschlussempfehlung angenommen. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 56. Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmt, bitte ums Handzeichen. Das ist die AfD, die CDU, Bündnis 90 Die Grünen, die SPD und die Linken. Wer ist dagegen? Die Freien Demokraten habe ich dann eben vergessen. Sie waren so langsam. Damit ist diese Beschlussempfehlung einstimmig angenommen. Dann komme ich zu Tagesordnungspunkt 57. Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der AfD, der FDP, von CDU, Bündnis 90 Die Grünen, der SPD und der Linken und damit das ganze Haus. Und damit ist logischerweise die Beschlussempfehlung auch angenommen. Damit sind wir am Ende der heutigen Tagesordnung. Bevor ich Sie aber jetzt entlasse, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass im Anschluss der Ausschuss für Digitales und Datenschutz im Sitzungsraum 510W zusammenkommt. Und es findet im Medienraum sowie in der Ausstellungs- und Eingangshalle die Ausstellungseröffnung 70 Jahre Grundgesetz, 144 künstlerische Positionen statt. Wer nicht zum Fußball geht, kann also dahin gehen, denn die Landtagself wird sich um 19.30 Uhr in Lorsch gegen eine Politikauswahl der Bergstraße duellieren. Viel Spaß dabei und den anderen einen schönen Abend.